Hallo zusammen! In diesem Video geht es um das Einrichten von Visa Secure bzw. Mastercard Identity Check. Zuerst stellt sich die Frage, was ist Visa Secure und Mastercard Identity Check? Das sind zwei Verfahren, das das Bezahlen mit der Kreditkarte sicherer machen soll. In Zukunft muss man neben der Kreditkarte, dem Ablaufdatum und der CVC der Kreditkarte, also dem Sicherheitscode hinten auf der Kreditkarte, den Einkauf zusätzlich mit einer TAN bestätigen. Wichtig zu wissen ist auch, dass für alle europäischen Online-Händler die Nutzung von sicheren Bezahlverfahren seit 2021 verpflichtend ist. Und jetzt würde ich sagen, starten wir mal mit dem Tutorial. Als erstes öffnet ihr die Homepage eurer Bank. Bei mir ist es die Homepage der Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte. In der Suchzeile gebt ihr anschließend Visa Secure, wenn ihr eine Kreditkarte von Visa habt, und Mastercard Identity Check, wenn ihr eine Kreditkarte von Mastercard habt. Ich habe eine Kreditkarte von Visa, deshalb wähle ich die Seite Visa Secure aus. Falls ihr eine Kreditkarte von Mastercard besitzt, keine Sorge, weitere Schritte sehen absolut identisch aus. Nur das Logo und die Bezeichnung des Verfahrens ist unterschiedlich. Danach klickt ihr gleich auf den orangen Button Registrierung und Visa Secure. Als nächstes gebt ihr ins folgende Eingabefeld eure Kreditkartennummer ein. Die steht auf der Vorderseite eurer Kreditkarte. Speichert euch am besten die Sonderbedingungen auf eurem Computer ab und bestätigt anschließend die Sonderbedingungen. Der nächste Schritt ist, den Aktivierungscode anzufordern. Dieser kommt in ein paar Tagen per Post. Falls ihr eure Kreditkartenumsätze wie ich in eurem elektronischen Postfach im Online-Banking bekommt, wird der Aktivierungscode am nächsten Tag ins elektronische Postfach gestellt. Wenn der Brief dann da ist, öffnet ihr auf der Homepage eurer Bank die Seite von Visa Secure oder Mastercard Identity Check und klickt auf Registrierung. Gebt wieder eure Kreditkartennummer ein, bestätigt die Sonderbedingungen und dann gebt ihr hier den Aktivierungscode ein, der in dem Brief steht. Als nächstes wählt ihr den Punkt Registrierung verwalten, Verfahren ändern aus. Hier entscheidet ihr euch für ein Verfahren, mit dem ihr eure Zahlung bestätigen könnt. Ich empfehle euch, die VS Secure Go Plus App auszuwählen und das machen wir auch als nächsten Schritt. Dafür müssen wir zuerst die VS Secure Go Plus App im App Store bzw. im Play Store herunterladen. Wenn das erledigt ist, öffnen wir diese und legen einen Freigabecode fest. Das ist sozusagen euer Passwort für die App. Ihr könnt zum Entsperren auch die Face ID oder den Fingerprint nutzen. Dafür müsst ihr diesen Regler bedienen. Nun bestätigt ihr, dass die App euch Benachrichtigungen schicken darf. Das macht sie auch nur, wenn eine TAN erzeugt wird. Bei mir ist das jetzt nicht erschienen, weil ich die App schon mal heruntergeladen habe und schon geöffnet habe und das im Vorfeld schon bestätigen musste. Bestätigen auch das hier. Und jetzt erscheint eine Kreditkartenkennung, die ihr auf der Registrierungsseite eingeben müsst. Zum Schluss müsst ihr die Registrierung nur noch mit einer TAN bestätigen, welche in dem Fall in eurer VS Secure Go Plus App erscheint. Ab jetzt könnt ihr mit Visa Secure bzw. Mastercard Identity Check noch sicherer mit eurer Kreditkarte online bezahlen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und es hat euch weitergeholfen. Falls ihr Fragen habt, stellt sie doch in die Kommentarzeile oder meldet euch bei eurem Berater, bei eurer Beraterin. Tschüss, bis zum nächsten Mal.